Welcher Fitnesstrainer kennt es nicht? Entweder man hat es bei sich selbst gemerkt oder bei jemandem, den man trainiert hat, dass die Hüfte beim Bankdrücken ständig bei den schweren Wiederholungen nach oben abhebt. Und man möchte natürlich auch nicht gleich wieder mit dem Gewicht runtergehen, weil es ist, wie wir alle wissen, schlecht fürs Ego und man denkt sich die ganze Zeit, Mann, ich habe doch schon mal mehr Gewicht geschafft. Also, in diesem Video lernst du, was du dagegen tun kannst, um nicht viel mit dem Gewicht runterzugehen zu müssen, vielleicht sogar auf dem gleichen Level zu bleiben, aber trotzdem die Hüfte nicht abzuheben. Viel Spaß dabei! Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Genau darum soll es heute gehen, was kann ich tun, wenn meine Hüfte die ganze Zeit beim Bankdrücken abhebt und was kann ich vor allem meinen Kunden sagen, damit sie das Ganze nicht mehr machen. Ich möchte dir kurz einen Überblick über dieses Video geben, das splitte ich auf in drei Teile. Zuerst möchte ich dir erklären, was ist denn überhaupt schlimm daran, dass wir die Hüfte nach oben abheben. Es kann ja auch sein, dass es ganz normal ist und ganz gut ist und ja, was passiert da eigentlich im Körper? Dann möchte ich dir erklären, warum das denn überhaupt leichter ist. Das heißt, was hat es für einen Grund, dass man die Hüfte nach oben abhebt und warum ist das Ganze dann leichter? Und dann am Ende natürlich, wie kann man das verhindern und welchen Tipp habe ich da für dich und für deine Kunden, damit das Ganze nicht mehr so stark passiert. So, kommen wir nun zu Punkt Nummer 1. Was ist denn das Schlimme daran, wenn man die Hüfte beim Bankdrücken abhebt? Ich versuche das Ganze mal hier in meinen wunderbar schönen Zeichnungen exemplarisch darzustellen. Er nagelt mich nicht darauf fest. Ich weiß, die Wirbel und Bandscheiben sind überall unterschiedlich und sowas alles, aber halt nur zum Verstehen und Erklären gut geeignet. Also, was passiert jetzt genau, wenn wir die Hüfte auf der Bank lassen? Haben wir eben trotzdem natürlich eine leichte Lendenlordose, weil wir machen ja eine Brücke und drehen quasi Schulter nach hinten, dadurch haben wir hier unten ein leichtes Hohlkreuz. Der Vorteil, wenn aber die Hüfte auf der Bank ist, ja, dass es eben alles stabil ist, dass alles eben fest gesichert ist sozusagen und dann die Kraft einfach ganz einfach über die Wirbelsäule hier übertragen werden kann und es überhaupt gar kein Problem dabei ist. Wenn man jetzt aber die Hüfte nach oben anhebt, dann wölbt sich hier viel mehr, viel krasser noch die Wirbelsäule ein und die Hüfte und der Unterkörper übt richtig, richtig Druck auf die Wirbelsäule aus. Und wenn man das eben jetzt ausübt und wenn man jetzt eben nicht nur so 40, 50, sondern mal 90, 100, 110, 120 Kilo drauf hat und dann eben die Hüfte nach oben anhebt, dann merkt man eben sehr, sehr, sehr schnell, wie eben dort im unteren Rücken Schmerzen entstehen und wie das sich eben auswirkt auf den Körper, wenn eben die Hüfte abgehoben wird und wenn sich hier diese Wirbelsäule nochmal weiter wölbt und da eben viel Druck ausgeübt wird. Das heißt, das ist eben das Schlimme daran, wenn man eben die Hüfte beim Bankdrücken hochhebt. So, kommen wir nun zu Punkt Nummer 2. Warum ist es denn überhaupt leichter, wenn wir die Hüfte nach oben anheben? Und zwar liegt das an dem Winkel zwischen dem Oberarm und dem Oberkörper bzw. der Brustmuskulatur. Umso spitzer, das heißt umso kleiner dieser Winkel ist, umso leichter tun wir uns eben das Gewicht nach oben wegzudrücken. Wenn wir jetzt die Hüfte hier auf der Bank haben, sieht der Winkel zwischen Oberarm und Brustmuskulatur bzw. Oberkörper genau so aus. Wenn wir jetzt aber die Hüfte nach oben anheben, verschiebt sich ja der Oberkörper teilweise auch nach oben und dann wird dieser Winkel eben spitzer, er wird kleiner und dadurch bekommen wir eben nochmal ein bisschen mehr Power und es fällt uns leichter, das Gewicht dann nach oben wegzudrücken. Mal kurzes Beispiel auf eine andere Übung übertragen, auf das Negativbankdrücken. Da ist dieser Winkel ja noch spitzer, noch kleiner und deswegen schaffen eben auch die meisten hier bei dieser Übung Negativbankdrücken nochmal mehr Gewicht als beim normalen Flachbankdrücken. Genauso umgekehrt wieder beim Schrägbankdrücken tun wir uns wieder etwas schwerer, weil eben dort dieser Winkel immer größer wird. Und deswegen heben wir eben die Hüfte hier nach oben an, damit dann wird der Winkel kleiner, wir haben mehr Kraft und können dadurch so die Stange besser nach oben drücken. So, nun weißt du schon mal, was eben das Schlimme daran ist und vor allem auch, warum man das Ganze überhaupt macht, warum das Ganze dann leichter ist. Und der dritte Punkt, was jetzt wirklich dagegen hilft und was du deinen Kunden auch zeigen und sagen kannst, das zeige ich dir jetzt wieder ganz genau anhand eines Praxisbeispiels aus dem Fitnessstudio. So, kommen wir zu Punkt Nummer 3. Was kann man tun, damit die Hüfte auf der Bank bleibt? Und zwar hat das meiner Meinung nach viel mit der Unterkörperposition und mit der Fußposition zu tun und wie sehr und wie gut ich Spannung im Unterkörper aufbauen kann. Bei mir ist es so, dass ich die Fersen etwas hinter die Knie platziere. Man kann sie auch auf der Höhe der Knie platzieren, aber das Wichtigste ist eben, dass man über die Ferse Druck auf den Boden aufbaut und damit dann ja die ganze hintere Kette sozusagen anspannt, fest am Boden in den Fersen ist und damit auch die Hüfte auf die Bank draufpresst. Und damit ist man einfach viel, viel stabiler am Oberkörper. Der Unterkörper unterstützt quasi den Oberkörper dabei, in dieser Position zu bleiben und dadurch geht auch nicht die Hüfte dann nach oben. Das heißt, die Ferse richtig fest in den Boden reindrücken, etwas leicht hinter das Knie oder eben auf Kniehöhe stellen und dann sollte das Ganze kein Problem mehr sein.
Ihr seht, ich habe hier jetzt selber 100 Kilo drauf und lasse die Hüfte so gut wie es geht auf der Bank drauf. Man merkt natürlich, dass bei jeder Wiederholung da etwas Spannung entsteht, aber die Hüfte bleibt trotzdem auf der Bank drauf und die Hüfte wird eben in die Bank reingedrückt. Das ist das Wichtige dabei. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen, gerade weil es ja ein sehr, sehr spezielles Thema war. Und falls es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Like da lässt und dann weiß ich auch, ob ich mehr solche Videos machen soll. Wenn du noch mehr erfahren möchtest über bestimmte Grundübungen, wie man das Ganze als Fitnesstrainer richtig erklärt, dann verlinke ich dir hier mal hier unten meine Video-Playlist, die ich dazu schon gemacht habe und wo du auch alles andere, was ich zum Thema Bankdrücken erklärt habe, schon in dem Bankdrücken-Video finden kannst. Und dann hoffe ich, wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal, beim nächsten Video, am nächsten Dienstag um 17 Uhr. Bis dann, dein Tim Kinalzee, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.